Leute, herzlich willkommen auf dem Markt. Was für ein Game. Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Hausflipper. Wir drücken hier auch mal direkt auf Spiel fortsetzen. So, und gehen hier auch mal in meine Hütte rein. Wir haben ja so gut wie alles hier eingerichtet, ne? Also, für die Leute, die es nicht gesehen haben, nicht, dass ihr eingerichtet habt, schaut gerne mal bei dem Video vorbei. So, wir gehen jetzt hier aber erstmal in meinen Gaming-Raum und gehen auf Mail, denn wir haben hier noch Laser-Tag im Bunker. Habe ich eigentlich schon gemacht, keine Ahnung, warum der sagt, nee. Sauna und Ausbauhaus. Schönen Tag, leider kann ich nicht gut Deutsch sprechen und es tut mir so leid. Ich habe vor einiger Zeit ein großes Haus gekauft und alles hier ist zu tun. Das wichtigste Problem ist Saunamangel. Saunen sind in meinem Namen sehr beliebt und ich möchte einen hier. Kannst du in meinem Haus eine Sauna machen? Außer Holz an Saunawänden möchte ich blaue und graue Wände. Möbel sollten in skandinavischen Stil, also etwas weiß, blau, grau sein. Ich möchte Küche, 2 Schlafzimmer, Salon und 2 Badezimmer. Auch Mülleimer auf jedem Zimmer. Vielen Dank, Lukas Utne. Die gute alte Utne. Oder, ja, gute alte Utne, ja gesagt. Der Lukas, der möchte anscheinend eine Sauna haben. Und spricht nicht gut Deutsch, aber der Text war eigentlich gut Deutsch, aber... Wejo, keine Ahnung. So, boah, das ist aber ein geiles Haus, muss ich sagen. Ne? Also, ist ein geiles Haus. Boah, ist ja gar nichts gemacht. Also, Junge, was ist denn dieses Haus? Okay, wir gehen erstmal hier in den Flur. Streichen mit den Farben Weißboden. Jetzt hat's geladen. Okay, perfekt. Erstmal Bodenfliesen legen, auch ganz entspannt hier. Das sind doch keine Fliesen, das ist Laminat, aber... Okay. So, irgendwo steht hier noch... 95%, ach so, hier. Müssen wir aber auch mal was sagen hier. Zack. Metallmülleimer Lorn. Sechseckige. Ich würde sagen, Leute, ich streiche erstmal mit der Farbe weiß und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich habe jetzt aus Versehen tatsächlich gerade schon alles hier fertig gebaut. Aber ja, also hier Licht. Kann ich, glaube ich, auch einschalten. Ja, die Tür will ich nicht öffnen. Hallo. Danke. Okay. Ja, also hier Licht. Keine Ahnung, was das heißen soll. Oder was das sein soll. Garderoben, Dingsgedöns. Und eine Mülltonne. Ja, die braucht auch natürlich jeder. So. Bodenfliesen legen. Ja, das mache ich doch gerne hier. Warum zweimal? Egal. Aha, okay, dann weiß ich jetzt schon, wo ich das hier hin mache. Achso. So, und jetzt nochmal hier. So. Zack. Streichen mit den Farben weiß. Ja, weiß ist anscheinend beliebt. Hier brauche ich auf jeden Fall eine 11. Bei dem ganzen riesigen Kram hier. Fangen wir mal ein bisschen hier an zu streichen. Achso, ich weiß jetzt übrigens, warum das hier so anders aussieht. Das ist, weil ich hier ein bisschen die Grafikeinstellungen geändert habe, damit das Spiel nicht so rumhängt. Da ich ja noch aktuell kein... Das heißt, ich verdiene schon Geld, aber jetzt nicht mit YouTube, beziehungsweise nicht so viel Geld, dass das für einen PC reicht. Dann müsste ich nämlich sonst ein paar Jahre so sparen und... Nee. Erstmal nicht. Dauert noch ein paar Jahre und dann... Habe ich auch mal ein bisschen bessere Qualität, beziehungsweise gute Qualität habe ich ja. Nur nicht, wie nennt man es? Nur nicht, ich kann halt keine Spiele spielen, die so viel Speicher, so viel,
Leistung ziehen, weswegen ich mir halt einen neuen holen will, beziehungsweise eventuell auch zu, also selber zusammenstellen. Ja, auf jeden Fall hole ich mir irgendwann auch einen neuen. So, legen wir mal weiter los. Schön die Wände weiß, also weiße Farbe finde ich auch immer nice. Ne? Also wenn Häuser immer weiß sind, schön modern sind, ja, da fühle ich mich wohl. Aber jetzt nicht so alte Häuser, beziehungsweise man, die können ruhig alt außen aussehen, aber die Wände müssten die moderne innen aussehen. Weil alt gefällt mir nicht so. Muss ich ehrlich zugeben, alt gefällt mir null. Aber kann ja bald auch meine Wohnung selbst einrichten. Wie man so schön sagt, kann ich das ja selbst entscheiden, wie ich das machen will. Auf jeden Fall modern, das kann definitiv sagen. Den Wohnort will ich jetzt noch nicht sagen. Also eventuell weiß ein oder andere das schon, falls ich es mal irgendwann mal gesagt habe. Ich weiß es nämlich nicht. Aber ja. So. Jetzt mal endlich die Wand fertig. Ja, geht doch. So. Dreifache Deckenlampe. Ja, da kommt hier eine rein und da vorne eine rein. Nee. Aufgaben, ja. Hier. Hier kommt eine rein und da kommt eine rein. So. Runder Kühlschrank mit zwei Türen. Okay, hier ist Kühlschrank. Hier ist Küche. Das heißt Küchenset mit Spülbecken. So. Muss ja hier an der Wand. So. Ja, sieht aber geil aus. So. Dann einmal ein Kühlschrank mit zwei Türen. Darf natürlich auch nicht fehlen. Der kommt hier hin. So. Gasherd. Den kann man hier draufstellen. So, zack. Boah, das ist so modern hier alles. Ne? Das ist wirklich ein geiles Haus. So. Ja, den Metallmülleimer, den packe ich hier in der Ecke, wo die Steckdose ist. So. Eine Couch. Hallo. Eine Couch. Kommt hier hin. Die andere Couch. Das heißt, das ist ja ein Sofa oder ein Sessel. Kommt hier hin. So. TV-Dings kommt hier hin. So. Zack. Fernseher kommt da drauf natürlich. Natürlich richtig herum. So. Schrank. Wo passt der am besten hin? Gar nicht. Ah, doch hier. Da passt da hin. Ein runder Tisch. So. Können ja auch noch vier Stühle hin, tatsächlich. Also, ich würde es jetzt so nicht einrichten, aber ich weiß gerade nicht, wo die Möbel überall hin passen würden. Deswegen ich das hier einfach mal irgendwie jetzt alles hier hinbappe. Dann kommt hier noch so ein kleiner Leberteppichchen. So, haben wir das Wohnzimmer auch fertig. Ja, kurz gucken, was hier ist. Okay, hier ist noch ein Raum. Machen wir gleich. Genau, hier ist Eingang. So, Eingang. Gehen wir hier rechts rein. So. Okay. Streiche mit den Farben Silber, Eis und Weiß. Oh, das reimt sich sogar. Das reimt sich. Da habe ich genau eine Linie vergessen. Perfekt. So. Den. Okay. Einmal ein Silber-Eis-Dings hier. Kommt hier hin. Und diese zwei Wände werden dann einfach weiß. Okay, Leute, ich bin mal kurz hier wieder am Streichen. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe gerade einen Fähigkeitspunkt freigeschaltet und sehe gerade, ich habe sogar noch einen. Anforderungen der Aufträge minus 10%. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber okay. So.
Aufgaben. Deckenlampe. Aha. Doppelbett. Ach, das wird das Bett. Ja, ja, dann kann man es ja voll hier gut rein. Hallo? Ah, perfekt. So. Kommode. Kann ich hier nebenhin stellen. So. Natürlich ein Schrank darf nicht fehlen. So. So. Zack. Das ist ja Stuhl. Kommt dahin. Keine Ahnung, wofür die zwei Stühle sind. Also sie will ja echt wirklich in jedem Dings einen Kack-Mülleimer. Ich mach mal hier kurz die Tür auf, dass ich hier schon war. So, das hier ist jetzt die Sauna. Zerstöre die Wände. Ja. Ach, die soll ich zerstören. Abreißen. Okay. Zack. Machen wir doch hier. So. Okay, perfekt. So, jetzt habe ich hier einmal alles schön gelegt und gepflegt. Und wir kaufen auch mal direkt die Waschmaschine. Weiß noch nicht, wo tatsächlich die Waschmaschine hin muss. Hier. Okay. Geht nicht, weil es nicht aufgedreht ist. Aber jetzt. Zack. Einmal raus das damit. So. Zack, zack, zack. Raus mit den Sachen. So. Perfekt. So. Badewanne. Nehmen wir die? Nee. Brauchen ja schon eine. So eine hier. Die passt am besten. So. Zack, zack. Und noch den schönen Wasserhahn hier rein und dann noch das und fertig. So, dann eine Toilette. Ich nehme die hier einfach mal. Packen wir einfach hier dran. So, zack und fertig. So, eine Dusche will dir auch. So, Einbaudusche. Also noch nicht, wo soll die hin? Die soll hier in die Ecke. Gut, dann nehme ich doch lieber eine Eckdusche, die hier hinkommt, wenn das dann auch mal aufgedreht wäre. So. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache das hier mal kurz alles im Schnelldurchlauf. Das heißt, einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich habe jetzt diesen Raum auch fertig gemacht. Wir können mal kurz gucken. Hier kommt nur raus. So. Hier waren wir. Hier waren wir auch. So. Machen wir hier mal kurz eben die Sauna. So, Leute. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen traumhaften Tag und dann so, euer Salo. Ciao, ciao.